Wir sind auf dem Ölberg und machen weiter mit unserer Aktion 5 aus 100. Wir beglücken 5 der Dauerkartenvorbesteller mit ihrer Dauerkarte. Und es gibt auch eine wunderschöne Sache noch dazu. Ein Spieler aus dem aktuellen WSV-Kader bringt die Dauerkarte vorbei. Und wir sehen es schon hier oben, quasi im Hauseingang. Wir werden erwartet. Die Dauerkarte muss unbedingt zu unserem Vorbesteller. So, nachdem wir jetzt alle gestärkt sind durch das wunderbare Grillen hier im Garten von Herrn Frank, können wir jetzt mit der offiziellen Übergabe weitermachen. Und Daniel, das muss man ja auch nochmal sagen, du übergibst es quasi deiner Verwandtschaft. Das ist ja auch wunderbar, oder? Ja, das kann man so sagen. Herr Frank ist der Lebensgefährte von der Tante meines Vaters. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich das dann heute hier machen darf. Und deshalb, Herr Frank, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, dass Sie auch weiterhin so freudig anfeuern und mich weiter nach vorne peitschen. Ne? Ja, jetzt offiziell durfte ich 20 Jahre nicht, 30 Jahre nicht. Jetzt ist es öffentlich. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Herr Frank. Also, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid bei diesem wunderschönen Sommerwetter und ihr die Karte für die neue Saison überreicht habt. Und ich hoffe, dass wir einen Riesenerfolg im nächsten Jahr verbuchen können. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Ja, dann auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit der Karte in der kommenden Saison. Was nehmen Sie als Souvenir aus Wuppertal-Sieg mit? Da sprachen wieder herrenfreundlich. Nun ein kleines Lied. Ob vom Ölbild, ob vom Lohn. Da war zum Beispiel das erste Spiel gegen Bayern im Stadion mit, ich glaube, es waren damals 28.000 Zuschauer zum Spielbeginn. Ach, das ist schon 50 Jahre bald her oder 40 Jahre. Und zu dem Zeit schwebte noch der Zeppelin ganz dicht über dem Stadion. Die Menschen saßen auf der Rennbahn, auf den Bäumen saßen die und das Spiel endete 2-2. Ja, nur die Fanszene ist natürlich mit der früheren nicht zu vergleichen. Die ist besser organisiert, ist straffer im Auftreten, stimmungsvoller. Also ist heute schon ein Fund für den WSV. Ja, okay, das rührt von meiner Generation her und schon mein Vater besuchte den SSV damals. Und dadurch hat sich das über 4 Generationen jetzt fortgesetzt. Die Jungs, alle haben eine Dauerkarte und sind bei jedem Heimspiel dabei und bei vielen, vielen Auswärtsspielen sind wir immer mit unterwegs.